Mein Name ist Isis Mogala. Ich bin Kulturwissenschaftlerin, Diversity-Trainerin und Systemikerin. Und das hier ist mein Podcast zu meinem Blog kultur-wissen.de. Hallo, liebe Isis. Hi, Michaela. Hi. Und auch an alle herzlich willkommen zu Kulturwissen im Gespräch mit Michaela Vogel. Ich bin Isis Mogala und ich bin Kulturwissenschaftlerin und das hier ist ein Videoblog zu meinem Blog Kulturwissen und ich bin im Gespräch mit Michaela. Genau, mein Name ist Michaela Vogel, ich arbeite als Life Coach und ich freue mich, bei der Isis zu Gast zu sein und sie zu den Themen auf ihrem Blog zu befragen, die ich sehr, sehr spannend finde. Die ich gerne aus der Perspektive eines Life-Coaches mir ansehe und ja, mit ihr dazu ein Gespräch führe. Und wir haben auch heute ein ganz interessantes Thema dabei, aber magst du, Isis, noch mal ein bisschen Kontext uns geben, bevor wir ins Thema einsteigen? Ja, also noch mal ganz kurz zu unserer kleinen Reihe, die wir hier haben. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir das jetzt wöchentlich veröffentlichen werden. Ab nächste Woche wollen wir auch live senden. Und zwar ist unser Termin immer der Donnerstag um 16 Uhr. Also diese Woche stellen wir es quasi nochmal so rein. Auch tatsächlich um 16 Uhr, aber ab nächste Woche ist es dann eben live. Da könnt ihr einfach zuschalten und das ein bisschen begleiten. Genau, und ich bin heute woanders als sonst, also nicht in meinem Arbeitszimmer, sondern in einem Tonstudio. Und zwar aus dem Hintergrund, dass mein Mann in diesem Tonstudio arbeitet und hier ist eine stabile Internetverbindung und das ist quasi die neue Währung in Corona-Zeiten, ja. Also ein gutes eine gute Verbindung zum Internet ist A und O. Und bei mir zu Hause ist es gerade einfach, also alles in online und nichts funktioniert. Genau, also von daher heute mal aus diesem futuristischen Raum. Also ich finde, du hast einen sehr ansprechenden Hintergrund. Letzte Woche mit den Büchern war auch schon sehr schön, aber diese Woche mal was Neues. Yeah. Worüber sprechen wir? Wir sprechen heute zum Thema Spiel, Spieltheorie und Spielplätze. Und da fand ich super spannend, was du in deinem Blog dazu schreibst. Und ich werde es einfach mal als Zitat in den Raum werfen. Hm. Und zwar schreibst du da, es gibt einen Raum zwischen dem, was möglich und machbar ist, und dem Unmöglichen. Hm. Es handelt sich um einen Ort, an dem wir Dinge tun, die wir im Ernst nicht tun würden. Es ist ein Ort der Freiheit, den wir erschaffen, besuchen und verteidigen. Der Spielplatz. Isis, du forschst zu Spielplätzen. Worum geht's denn da? Ja, also zuallererst ist vielleicht wichtig, das Wort nochmal zu erklären. Spielplatz, was meine ich damit? Ich glaube, die meisten stellen sich dann so einen Sandkasten und eine Wippe und eine Schaukel vor. Mhm. Das ist nicht das, was ich mache, sondern ich gucke mir Orte und Zeiten an, bei denen Menschen in Simulationsspielen sind. Das heißt, sie betreten einen simulierten, erfundenen Raum. Also, und das ist quasi auch schon so der erste Punkt, der Raum zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen. Es ist so eine Art Zwischenraum, weil er ist betretbar und somit auch eine Form von Wirklichkeit. Ich kann ihn erleben. Aber er ist eben nicht mein Alltag. Also wenn der Alltag so das absolut Mögliche ist, das, was mir permanent verfügbar ist, wo auch meine Lebensrealität sich abspielt, was ich irgendwie als normal empfinde. Und dann habe ich auf der anderen Seite vielleicht so eine Art Fantasieraum, in dem vielleicht völlig undenkbare Dinge passieren können. Alle Regeln sind außer Kraft gesetzt. Es sind vielleicht sogar physikalische Regeln gelten dann nicht mehr. Also es sind vielleicht wirkliche Fantasy-Szenarien, dann ist der Spielplatz so ein Raum dazwischen, wo quasi man sich gemeinsam auf eine andere Geschichte einigt. Die Leute, die dorthin gehen, haben sich in der Regel darauf vorbereitet. Sie wissen, was gespielt wird, wie das gespielt wird. Und interessanterweise durch diese gemeinsame Simulation dieser Fantasy-Welt ist es auch ein Erleben von diesem Unmöglichen. Und da liegt natürlich auch eine sehr
große Freiheit drin. Was sind das für Orte? Ne? Ich glaube, jetzt stellt man sich ein bisschen die Frage, so, wo findet sowas statt? Ja. Interessanterweise an ganz verschiedenen Punkten. Also was ich ganz viel untersucht habe, sind sogenannte Live-Action-Roleplays. Das sind quasi Orte und Zeiten, wo Menschen hingehen und quasi ein Rollenspiel miteinander spielen, in einer vorbereiteten Kulisse mit bestimmten Kostümen. Allerdings sind Spielplätze in der Art, wie ich sie verstehe, noch mehr als das. Also andere, also nicht Live-Action-Roleplay, wäre zum Beispiel auch Spielplätze, die wir digital betreten, also PC-Spiele beispielsweise. Und es gibt eine ganze Menge Graubereiche, wie so Motto-Partys oder bestimmte Festivitäten, bei denen man auch jemand anderes spielt, jemand anderes ist für eine Zeit lang und aber auch alle das wissen. Und das sind auch Spielplätze, die ich untersuchen würde. Also ein Raum zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen, das finde ich eine ganz, ganz spannende Formulierung und dass hier vielleicht gar nicht so die üblichen Regeln gelten. Das hat mich sehr erinnert und ich würde das mal als Frage an dich richten. Wir haben ja letzte Woche über das Thema Corona und die Krisenzeit gesprochen. Ja. Und irgendwie erlebe ich persönlich und auch im Austausch mit anderen auch das als eine Art Auszeit, eine andere Zeit. Irgendwie die Regeln, die wir vorher hatten, die gelten nicht mehr. Ja. Die Dinge, die ich vorher tun konnte, die kann ich nicht mehr tun. Dinge, die vorher möglich waren, sind jetzt unmöglich. Aber auch viele Dinge, die vorher unmöglich schienen, sind plötzlich möglich. Ja, total. Ganz viele neue Möglichkeiten, vor allem zum Beispiel im Raum der Digitalisierung. Du hast gesagt, eben gute Internetverbindung ist die neue Währung in der Corona-Zeit. Ja. Und ich meine, was ist die Corona-Zeit eigentlich für eine Zeit? Wenn ich das jetzt mal als Rahmen aufmache, könnte man diese Corona-Quarantäne oder diese Krisenzeit, ist das eine Art Spielplatz? Könnte man das so sehen? Oder wo könnte man da Parallelen ziehen und wo muss man sagen, nee, das passt eher nicht ins Konzept? Also ich würde sagen, dass es zum Teil durchaus eine nachvollziehbare Überlegung ist. Allerdings gibt es auch ein paar Punkte, in denen es sich halt fundamental zu den Spielplätzen unterscheidet, die ich mir sonst angucke. Wo es sich sehr ähnelt, ist der Punkt, dass wir hier eine Form von Normalität jetzt erleben, also quasi eine Situation, einen Alltag, eine Wirklichkeit erleben, die für uns normalerweise völlig im Unmöglichkeitsraum liegt, sei es die Tatsache, dass wir in Quarantäne sind, dass wir vielleicht uns weniger frei bewegen können, oder sei es die Tatsache, dass wir vielleicht immer gesagt bekommen haben, nee, Homeoffice ist für dich keine Option, weil es ist wichtig, also wegen Datenschutz oder wegen technische Grenzen oder Produktivität, die nicht so hoch wäre dann. Genau, und jetzt auf einmal erleben wir, dass das total im Rahmen des Möglichen ist. Oder auch, dass man vielleicht sehr viel mehr Zeit verbringt, alleine mit seinen eigenen Gedanken oder sehr viel mehr Zeit mit anderen Menschen. Also gewisse soziale Regeln und soziale Realitäten unseres Alltags sind jetzt komplett außer Kraft gesetzt und wir erleben eine völlig neue, eigentlich unmögliche Situation. Und in dem Punkt ist es dem Spielplatz sehr ähnlich. Und auch in den Konsequenzen, die sich daraus ergeben, auf die wir noch, auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, denke ich, die beim Spielplatz nämlich auch da sind. Es gibt aber auch einen Punkt, in dem es sich natürlich fundamental unterscheidet, und das ist die Tatsache, dass der Spielplatz in der Regel freiwillig aufgesucht wird und aus Freude. Also die Motivation zum Spielen ist in der Regel einfach die Lust daran. Also das ist also ich habe einfach Spaß daran. Das ist einfach etwas, was ich freiwillig mache. Da möchte ich fast ein Gegenbeispiel bringen, das mir dazu eingefallen ist. Und zwar dachte ich spontan an den Film bzw. das Spiel Jumanji. Da werden Charaktere ja auch, ohne dass sie es wollen, in dieses Spiel reingezogen. In der Regel ist es ja, ich glaube, zuerst in den ersten Varianten war es ein Brettspiel. Inzwischen im neuesten Kinofilm, den ich gesehen habe, noch vor kurzem, war es dann ein digitales Spiel, in das die Spieler reingezogen wurden. Sie müssen da kämpfen, da eigentlich ums Überleben, aber es ist trotzdem
ein Spiel. Ja, interessant. Ich glaube, der Punkt ist einfach, dass wir in Spielsituationen, also in Settings, in denen unser Alltag nicht mehr gilt, meistens so ein bisschen hineingelockt werden und uns denken, ah, wie schön, da habe ich Lust drauf, ich begebe mich da rein, warum sonst? Also wie häufig passiert ist, dass auf einmal ich versehentlich aus meiner Realität rausgezogen werde, in andere Welt reingeschmissen, außer wenn ich mich dafür selbst entscheide. Ne? Und ich meine, das so gesehen ist das vielleicht wirklich vergleichbar mit diesem Jumanji-Film, von dem du gerade erzählt hast, die Krise, die wir gerade erleben, weil uns hat keiner gefragt, so, hey, hättest du Bock, 3 Wochen lang zu Hause zu sein? Perspektivisch 3 Monate oder was weiß ich, wie lange? Nein, sondern es ist jetzt einfach die Situation. Aber wenn wir uns jetzt angucken, wie die Mechanismen sind, wie Spiele sich auf unser soziales Leben auswirken, ist es vielleicht doch ähnlich, interessanterweise. Okay, soziales Leben auswirken. Kannst du sagen, wie wirken sich denn in Anführungsstrichen normale Spiele auf das soziale Leben aus? Ja, es gibt... Weil man vielleicht ganz kurz nur, weil man hat ja oft die Vorstellung, ich gehe in ein Spiel rein, ich spiele dann da drin und dann gehe ich wieder raus und dann bin ich wieder in meiner anderen Welt. Und weil das 2 getrennte Welten in Anführungszeichen sind, haben die nur sehr wenig Berührungspunkte miteinander. Oder das ist ja nicht echt, das zählt ja nicht, was man da gemacht hat. Aber ganz so einfach ist es ja nicht. Nee. Das ist total spannend, weil, also es gibt, ich würde ganz gerne kurz eine kleine Vokabel einführen, weil es leichter ist, dann darüber zu sprechen. Im Live-Action-Roleplay benutzen die Akteure in der Regel die Verwendung IT und OT, das heißt, ist die Abkürzung für In-Time, also ich bin innerhalb der Spielzeit, und OT, ich gehe aus der Spielzeit raus. Und auch, es kann sein, dass auch während eines Tages, an dem gespielt wird, Menschen mal für eine kurze Zeit aus dem Spiel rausgehen, um quasi eine Pause zu haben. Genau, IT, OT. Das heißt, ich gehe in das Spiel, ich gehe IT, ich verbringe Zeit auf dem Spielplatz und ich gehe wieder OT. Und jetzt ist es so, dass das ist auch schon eine Beobachtung, die sehr, sehr lange gemacht wurde, schon von dem niederländischen Spieltheoretiker und Historiker Johan Heusinger. Der hat das Spielen als einen Ort der Kulturschöpfung beschrieben, weil Leute auf dem Spielplatz, in diesem Safe Space, in dem die Regeln nicht gelten und in dem andere Dinge möglich sind, Erfahrungen sammeln. Und interessanterweise wird Realität häufig beschrieben als etwas, was erlebt wird. Also mein Zugang zur Realität ist mein Erleben. Und je echter und intensiver mein Erleben ist, umso realer fühlt es sich auch an. Also wir haben auch im VR-Bereich, also Virtual Reality, den Begriff der Immersion. Also es zieht mich in diese Wirklichkeit rein. Und tatsächlich sind Spiele häufig viel immersiver als meine Alltagsrealität. Also ich erlebe super intensive Gefühle, vielleicht sogar körperlich, also wenn ich jetzt irgendwie in eine Bühnensetting gehe. Und auch das, was wir jetzt gerade mit Corona erleben, ist wahnsinnig immersiv. Also wir haben mit ganz viel Emotionen gerade zu tun, mit ganz viel erlebter Realität. Ja. Also das stimmt. Ich glaube, die Emotionen sind bei einigen sehr aktiv in die eine oder andere Richtung. Der Alltag ist total verändert. Und dann ist es eben spannend, was passiert, wenn ich so ein intensives Erleben hatte und dann wieder OT gehe. Und es gibt, also du hast ja gerade schon angesprochen, dass häufig diese Überlegung angeführt wird, Spielen ist nicht echt. Und das halte ich für eine fehlerhafte Beobachtung. Es gibt eine bessere Vokabel, und zwar die Unterscheidung zwischen ernst, also Spiel ist nicht ernst, im Sinne von nicht gültig für außerhalb des Settings, also für meinen Alltag nicht ernst, aber trotzdem echt im Sinne von, ich erlebe das. Das ist mir irgendwie, ich habe das gefühlt, emotional, körperlich, im Austausch mit meinen anderen Menschen, die mit mir gespielt haben, ist das echt gewesen. Und deswegen ist es auch keine... Also ist das Gespielte echt, kann sich unter Umständen für mich genauso anfühlen wie mein Alltagsecht, vielleicht sogar echter noch, also intensiver. Und in dem Sinne nimmt man doch dann einiges mit in die Realität, in die ernste Realität. Richtig. Denn das, was ich in beide Welten mitnehme, bin ich selbst. Ja? Ich bin ja in beiden Settings
ich war vor Corona, ich bin in Corona und hoffentlich auch nach Corona. Optimistisch kurz gesprochen. Mal vor Widerwitz am Rand, aber ich gehe jetzt mal davon optimistisch aus und so gehe ich auch in Spiele rein. Ich war vor dem Spiel, ich bin im Spiel, ich gehe nach dem Spiel raus und bin immer noch da. Nur die Tatsache ist, dass das Alltags-Ich, das auf dem Spielplatz war, dort Erfahrungen gesammelt hat. Und auch wenn ich die Verkleidung da lasse, die Spielrealität da lasse, was weiß ich, die Abenteuer da lasse, ich nehme die Erlebnisse mit. Und je immersiver und intensiver die waren, umso einprägsamer sind die natürlich auch für mich und verändern mich als Person. Das heißt, ich bin eine andere nach dem Spiel. Und ich habe im Austausch mit meinen Kollegen, mit denen ich da auch viel unterwegs bin, darüber gesprochen, über diese Formulierung ITOT. Und haben wir gemerkt, es braucht eigentlich noch wie so ein drittes Wort, das diesen Prozess, diesen Transfer beschreibt von Dingen, die auf einmal eigentlich in die eine Welt gehören, aber in einer anderen Welt auch stattfinden. Und wir haben dann über BT geredet, also Both Times. Und das ist, denke ich, also wenn man so möchte, ist es eigentlich genau das, was Heusinger beschreibt mit der Kulturschöpfung. Wir sind auf dem Spielplatz nur aus Freude vielleicht oder jetzt in unserem Fall aus Zwang. Wir sind in einer anderen Situation, es gelten komplett andere Regeln. Und dabei erfinden wir neue Dinge und diese Dinge nehmen wir mit. Also natürlich ist es so, dass ist das so, dass mein Erleben und meine Zeit auf dem Spielplatz, sei es freiwillig, sei es gezwungen, sei es wie ein Jumanji, mich verändern wird. Und eigentlich sind wir da in der klassischen Heldenreise. Ja, also ich starte in meiner Welt, die andere Welt aufs Abenteuer und komme zurück und bin dann Held beider Welten. Und das ist das, was ich auch auf dem Spielplatz beobachten kann. Das ist ja richtig, richtig spannend, gerade dass du das Thema so Heldenreise da jetzt auch mit reingebracht hast. Ich glaube, viele, viele fragen sich, was wird die Krise mit uns, mit mir, mit jedem Einzelnen und uns gemeinsam machen? Und deswegen fand ich das auch so spannend, diese Begriffe, seinen Raum zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen, weil das beschreibt einmal diese Öffnung. Ja. Im Positiven, aber auch im Negativen, diese Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft. Und das Unmögliche ist eben das, was auch irgendwie ungreifbar ist. Also es ist jetzt ungreifbar, wie die Zukunft in 3, 6, 12 Monaten aussehen wird. Und das, finde ich, wirft eine ganz interessante Perspektive auf dieses Erleben, was wir jetzt haben. Und es ist wie als wäre die ganze Welt gleichzeitig irgendwie in Jumanji hineingezogen worden oder als wären wir plötzlich alle gleichzeitig in der Matrix aufgewacht oder andersrum und es ist plötzlich alles anders. Und insofern, glaube ich, habe ich den Eindruck, geht es weit über den Spielbegriff hinaus, aber doch ist es eine Sache und ich glaube, das ist typisch für die Kulturwissenschaften oder auch überhaupt philosophische Überlegungen auch dahingehend, dass es interessante Perspektiven sind, die man dann haben kann. Also womit man vielleicht auch ein bisschen besser verstehen kann, warum fühlt sich alles so chaotisch an oder warum fühle ich mich mal total gut und mal total schlecht, weil mal übernimmt vielleicht so dieses Gefühl des Öffnens und neue Impulse und neue Ideen vielleicht auch und mal habe ich aber Angst vor dieser Ungewissheit oder ich weiß gar nicht, Wie ordne ich das denn jetzt ein? Was von den Sachen, die jetzt passieren, nehme ich wirklich mit? Und wie entwickeln die sich in der Zukunft? Also das ist, glaube ich, ein ganz offener Raum auch. Ja, und um mich da jetzt anzuschließen, was du gerade sagst, ein weiterer Unterschied ist ja auch, wenn ich auf einen Spielplatz gehe, also ich definiere den Spielplatz auch so, dass der halt bekannt und markiert ist als Spielplatz. Also alle wissen gerade, was hier passiert ist, nur gespielt. Also es ist nicht ernst zu nehmen für meinen Alltag. Und dieser doppelte Boden, dieser Safe Space, der fehlt uns natürlich gerade komplett, weil es gibt gerade keinen Alltag da draußen außerhalb von dem, was wir gerade erleben. Also dieses, normalerweise ist die Welt ja so, aber jetzt ist sie anders für diese 5 Minuten, aber ich weiß, dass hinter meiner Zimmertür die Welt weitergeht. Das ist momentan nicht der Fall. Aber trotzdem fragen sich die Leute, was ist denn nach Corona? Man versucht irgendwie hinter diese Tür zu gucken. Ja. Und es ist aber deswegen so schwierig, weil man nicht weiß, wo diese Tür ist. Also aber das Absurde ist ja, Michaela, und das ist halt so verrückt,
und spannend, diese Tür, von der wir gerade reden, die wir vermuten, dass sie irgendwo sein könnte und da müsste doch eine andere Welt sein und es könnte doch anders sein, ist immer da. Und jetzt haben wir das Gefühl von, ach stimmt, weil wir kennen es ja anders, da ist ja eine Zeit vor Corona. Aber Tatsache ist, kein Mensch hätte sich vorstellen können, dass wir eine Corona-Zeit erleben, wo quasi, was weiß ich, Menschen nicht mehr fliegen, auf einmal alle irgendwie auch von zu Hause ausarbeiten können, das ist irgendwie viel weniger. Also, und das ist vor allem auf einer globalen Ebene. Ist. Wahnsinn. Das finde ich ja krass. Ich meine, man hätte sich ja vorstellen können, vielleicht, dass ein Land, zwei Länder, drei Länder, ja. Aber es ist ja, der ganze Planet hat ja dicht gemacht. Komplett. Und das heißt, wir haben uns die ganze Zeit so eine Unmöglichkeit vorgestellt und erleben jetzt, ey, das ist total möglich. Und das ist ja das Verrückte. Ich glaube, das ist so ein Spalt in so eine Wirklichkeit, die wir gerade reinblicken, der uns total verrückt macht. Die Tatsache, dass es die ganze Zeit das Potenzial gäbe für die Welt, könnte auf einmal komplett anders sein. Und das erleben wir jetzt, weil wir diesen Pandemieausbruch haben. Der ist natürlich einzigartig für die meisten von uns. Wir haben sowas noch nicht erlebt und nichts Vergleichbares erlebt. Und vielleicht werden wir sowas auch nie wieder erleben, keine Ahnung. Aber eigentlich führt es uns auch vor Augen, wie sehr wir die ganze Zeit in unserer Alltagswelt an Wahrheiten festhalten, die zusammen hervorbringen und uns darauf vereinbaren, dass so die einzig denkbare Wirklichkeit, die einzig denkbare Normalität ist. Und dann kommt so eine Pandemie, wischt einmal drüber und sagt, ey, too bad, nein, es geht doch anders. Und das ist das Krasseste daran. Das ist auch so schwer zu begreifen, finde ich. Ja. Ich glaube, ich habe das, offline mit dir, was heißt offline, noch nicht bei Videoaufzeichnung besprochen. Und zwar hatte ich vor ein paar Tagen so das Gefühl, nach ungefähr 2 Wochen Corona, so, jetzt ist aber mal langsam gut. Ja. Wir können uns jetzt einfach wieder beruhigen. Ich will jetzt wieder meinen Kaffee in dem Café trinken. Ja. Und wir können jetzt wieder aufhören damit. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. und das ist für mich auch ganz schwer irgendwie zu begreifen, so, weil man geht irgendwie in einen anderen normalen Zustand über. Mhm. Aber ist das überhaupt normal? Okay. Wir hatten noch mal eine kurze technische Schwierigkeit, die haben wir überwunden. Ich glaube, wir haben sehr faszinierend darüber gesprochen, wie unterschiedlich Realität auch wahrgenommen werden kann und was Corona mit unserem Gefühl von Realität macht und dass uns das ein bisschen verrückt machen kann zwischenzeitlich. Ja, und dass Corona uns auch wirklich vor Augen führt, wie sehr wir wie sehr wir die ganze Zeit davon ausgehen, ja klar, so ist es doch und so ist es für alle und so wird es auch immer sein und dass wir da einfach auch die Alternativen, die Alternativhaftigkeit der Welt gezeigt bekommen haben. Und das ist übrigens auch der rote Faden, der sich für mich durch die Forschung zu Spielen und auch in der Forschung zu Magiern, was ich ja auch bearbeite, durchzieht. Diese Perspektive auf alternative Realitäten, alternative Realitätszugänge. Und das finde ich extrem spannend, weil irgendwie, also ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade ein Spiel erleben, aber ich weiß ganz sicher, dass wir eine alternative Realität gerade erleben zu dem, was wir vorher sehr lange so auf eine ähnliche Art und Weise getan haben. Also das finde ich auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Überhaupt das ganze Thema Realität. Was ist Realität? Wie gestaltet sich Realität? Und ich finde, es schließt super toll an das Thema, was wir für nächste Woche geplant haben. Wir werden über Religion sprechen und zwar insbesondere über das Thema Transzendenz, also die Vorstellung von, was ist da noch oder wie. Vielleicht kann ich dazu ganz kurz was sagen, weil das so ein bisschen mein Steckenpferd ist im Bereich Transzendenz, wir haben was Ähnliches studiert, Religionswissenschaft. Deswegen hat uns das Thema, was ist Religion, durchaus viel beschäftigt und es beschäftigt mich immer noch. In Bezug auf den Transzendenzbegriff Transzendenz verstanden eigentlich als das Überschreiten von einer Grenze. Ja. Was wir aber genau darunter meinen und wie sich das entfaltet und wie wir daran anschließen können, das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen für nächste Woche. Da hoffe ich, dass ihr einschaltet. Wir sind dann hoffentlich, wenn die Technik es zulässt, auch live. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Wir sind auf jeden Fall gut dran, den zu verwirklichen. Und ansonsten bedanke ich mich bei der Isis herzlich für die Einladung. Ja, das tolle Dank. Gespräch. Dir auch. Sehr schön. Oh, sorry.
Nee, ich wollte gerade sagen, also echt, ich habe mich auch sehr gefreut. Schön, dass das geklappt hat. Ja, fand es auch ein super spannendes Thema heute mit dem Spiel, wo man gar nicht denkt, das wäre jetzt irgendwie anschlussfähig an die aktuelle Situation, aber es ist einfach eine super spannende Perspektive da drauf, das mit Sicherheit einfach verschiedene Möglichkeitsräume sich auch anzuschauen. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, ansonsten verlinken wir einfach alle unsere sozialen Profile unten in der Videobeschreibung. Genau. Ja, und Websites, Kontaktformular. alles, was ihr noch so über uns zu finden, was ihr noch über uns finden könnt. Und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende, eine gute Woche. Und wir sehen uns hier nächste Woche wieder um 16 Uhr am Donnerstag. Genau, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr manchmal so ein bisschen am Rad dreht, dann wisst ihr jetzt, woran das liegt und dass es völlig normal ist und dass es uns allen gerade irgendwie so geht. Ja, genau. Und dass eine Chance drin liegt, da eine neue Kultur zu schaffen. Also Heusinger ist da sehr optimistisch. Wir sind auch optimistisch, aber bleiben gleichzeitig auch realistisch und damit würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns nächste Woche.